Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Bus-Simulator. Heute fahren wir wieder unsere gewohnte Strecke. Unsere Strecke zum Heuschober Greniusplatz. Und wir fahren heute am Tag, was gibt es da noch so? Nacht, regnerischer Tag. Dämmerung, sonnig und regnerisch. Genau, sonnig und regnerisch mit unserem tollen gewohnten Lion City. Im Livestream haben wir den nochmal ein bisschen angepasst. Könnt ihr auch nachgucken auf YouTube. Gerne. Zum Nachgucken machen, da habe ich auch die neue Begrüßung vorgestellt. Wer die nicht gesehen hat, ist sehr weit hinten in den Informationen. Die es auf meinem Kanal immer gibt. So. Wir werden natürlich eine perfekte Halteposition rausholen. Das ist natürlich klar, ein Senior, einer und 3,20, das machen wir doch gelacht. Und das haben wir auch gelacht gemacht und alle ein- und ausgestiegen. Dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. Genau, B ist, die Taste B ist weit, weit unten. Deswegen musste ich mal kurz ein bisschen bremsen und gucken, wo sie ist. Die Band Schlafwandeldicht. Also, Leute. Ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geachtet. Dann hilft euch jetzt nicht, ne? Ja, wir wollen da lang. Jetzt fahren wir ganz schön und schnell hier runter. Nein! Nein! Geben wir jetzt mal schön Gas, um pünktlich, das kommen wir natürlich, zum Fischgrund zu kommen. Wir haben noch 1 Minute 15 Zeit, also wenn wir das nicht schaffen, dann fahren wir ein Karma. Oder stoppen dann alle 10 Sekunden oder alle 2. Altes Flusspromenade. Da vorne sehen wir unsere Ampel schon auf grün springen. Das ist sehr gut, denn dann können wir hier über diese Ampel fahren. Hier sollte dann auch ganz krass rot sein. Da fahren wir hier mal ein. So, eigentlich fahren wir ganz über ganz elegant durch diese ganze Stadt hier. Es ist sonnig und regnerisch.
Da sind die Felkalpen. Wenn die Felkalpen bei uns sind, ist doch alles gut, oder? Das ist Markenzeichen des Kanals. Unsere tollen Felkalpen. Krass. Los, gib Gas. Jetzt fahren wir hier am alten Sägewerk vorbei. Hallo, liebe Menschen, die dort auf keinen Bus warten, weil hier im Moment keiner ankommt. Es gehört dazu, wenn man Bus fährt. Muss das Spiel mich doch nicht bestrafen. Das gehört dazu, wenn man Bus fährt hier. Die Schlaglöcher zu fahren. Natürlich nicht bestraft zu werden, aber die Schlaglöcher zu fahren. Das ist ganz gemein. Das Ding hier in der Kurve hier steht und alle da nach vorne rücken. Das können wir sehen, wenn wir auf 1 drücken. Das ist so gemein. Setze dich an deinen gewünschten Platz. Wenn du willst, wenn du dann noch frei hast. Jetzt kommen wir zu Oakville Zentrum. Da ist die eleganteste Kurve, die ich fahren kann. Mache ich da. Kann richtig krass elegant fahren. Wenn ich nur will. Mann, ey. Einzel, Senior, beim Drucken. Genau, Siegwalden ist unsere nächste Haltestelle. Nicht Lido, sondern nur Siegwalden. Weiß, es war sehr dumm. Ich konnte mich hier voll gut einfädeln. Machen Busfahrer so, Leute. Kommt keiner. Jetzt weiter nach Siegwalden. Wir machen Geld, das ist gutes. Gutes Geld. Sollen wir jetzt nicht auf den letzten Meter nochmal hier ein bisschen verlieren? Das ist in den letzten Parts uns passiert. Wir sind im Minus, seitdem wir uns einen neuen Bus gekauft haben. So gut ist das nicht, deswegen wollen wir jetzt wieder bisschen Plus machen mit unserer Firma. Seit Part 2 sind wir, glaube ich, nicht mehr ins Plus gekommen. Wird das der legendäre Part 11 ändern? Der zweistellige Part? Der zweite zweistellige Part? Weil der 10. war Livestream. Der erste, der nur hochgeladen wird. Eigentlich lade ich meine Parts nur hoch. Na, ich selber, weil ich Bus fahren will. Können will.
diese Escape-Taste. Ey, die nervt wirklich. Also wir haben uns eine neue Tastatur gekauft. Und da ist die Escape-Taste Milliarden Meter über meinen Fingern, mit der ich immer wie ASD steuere. Tür geht auf, alle können aus- und einsteigen. Oh, ich leide. Ich weiß nicht, ob ich dabei leiden soll. Dabei was fremde Leute so machen. Fremden Leuten so fehlt. Ich weiß nicht, ob wir darüber leiden sollen. Keine Endstation. Bitte keiner. Bitte alle nur aussteigen, die aussteigen wollen. Weil das ist mir angewohnt, weil sonst ist da immer Endstation. Aber bei der nicht. Bei dieser Buslinie nicht. Oh mein Gott. Ich wäre fast gegen Auto geramscht. Wenn dieses Auto da nicht gebremst hätte. Das hat's aber getan. Warte mal kurz an. Ich hab doch es gedrückt. Ach so. Ich hab den Chat aufgemacht. Ich selber, wer denn sonst? Richtung auf einer Einbahnstraße, ja. Okay, noch ist alles okay. Noch ist alles paletti. Warum? Der Kuchen war blöd. Meine Mama war nicht da. Ja, okay, gut, reicht mir. Ich hab dich eh schon mit meinem Computer ausgehackt, mit deinen Daten. Weißt du, du bist 18, bist dumm, hast du 4 in der Schule gehabt und... Okay. Ja, dann nervt doch nicht. Ja. Bitte. Ich mache eine abrupte Bremsung. Bitte. Alte Omi. Für eine alte Omi mache ich das, ey. Wir fahren mit 50 durch die Stadt. Was auch komplett erlaubt ist. Ja gut, das muss ich mal kurz mitnehmen. Wir haben nicht den Scheibenwischer an, Leute. Irgendwas läuft hier falsch.
Ja, der Urlaub in Sunny Springs war irgendwie blöd, weil ich da nicht war. Ja. Diese Stadt gibt es auch nicht mal. Soweit ich das weiß. Jetzt geht's ab zum Südspeicher. Dass es so eine kleine Stadt ist, diese aber so viele Hochhäuser hat, kann ich mir durchaus nicht vorstellen. Also diese Stadt hat nur Hochhäuser. Ja. Geh. Jetzt mal drücken, um die Rampe runterzulassen. Und jetzt kann unser körperlich beeinträchtigter Typ. Jetzt können wir die Rampe wieder einfahren. Weil er ja ausgestiegen ist. Jetzt geht's ab zum Westspeicher. Alter, das war schon krass elegant. Also der Typ, der da in dem Auto saß, hatte bestimmt Angst, dass er jetzt angerammt wird. So locker. Gucken wir auf unsere Finanzstände. Ja. Ich glaube, da können wir jetzt nicht mehr failen. Ich wusste es. Du willst dafür Geld zurück? Ja, bekommst du. Aber das gibst du mir direkt wieder zurück. Weißt du es? Nein, egal. So. Bauer Gasse. Ja, ich kann sogar nachsprechen. Ja! Das waren die Lenkkünste. Ich kann sehr schnell reagieren, wenn hier irgendein Passagier jetzt, also wenn jetzt hier irgendeiner über einen Zebrastreifen will. Deswegen fährt man in der Stadt, glaube ich, 50. Genau deswegen. Wenn Kinder rüberlaufen, dann kann man mit 30 schneller reagieren. Hin und wieder zurück über die Autobahn. Es geht nämlich viel, viel schneller. Dankeschön, dass du mich gelassen hast und wir fahren mit der Autobahn. Nein, 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 nein. Also wir fahren über die Autobahn. Wir haben uns mal diesen Platz geschnappt hier und fahren jetzt schön schnell über die Autobahn. Das ist natürlich sehr schnell, als da rumzufahren einmal. Deswegen, die Autobahn ist eigentlich die schnellste Verbindung hier rüber. Kann ganz schnell von da nach da. Jetzt geht's ins andere Viertel. Dicht hier abbiegen, habe ich gelernt. Nein, nicht spoilern, genau. Niemand will spoilern. Niemand will spoilern. Niemand will spoilern. Ja, okay. Niemand will spoilern. Das ist echt, das sieht wirklich so komplett langweilig aus, wie dieser Scheibenwischer die ganze Zeit hin und her schwenkt. Kämpfbus. Okay. Oh. Die Leitplanke war doch wohl nicht das beste Element, um jetzt hier lang zu fahren. Ja. Also. Oh,
Warum habe ich jetzt die Seite gehabt? Also, Leute, jetzt fahren wir hier wieder lang und da runter. Gas geben, Bus, yeah! Wir sind ja schon bei 80 km. Aber es geht noch schneller, Leute. Damit ist jetzt hier noch, oder doch, ist es Schluss. Ja. Können erstmal bei 50 bleiben. Nein. Ah ja, genau. So hätte ich auch reagiert, Leute. Reagiert immer so. Wenn Leute irgendetwas sagen, was euch nicht interessiert. Ah ja. Dann denkt ihr, es interessiert euch, aber es interessiert euch nicht. Weil ihr zu cool seid dafür. Alter, ich habe so viel Schwung genommen und fahre mit 70 durch die Stadt. Auto! Das Auto bremst mich ab! Before you go, go. Ja, egal. Fahr um die Kurve. Fahr jetzt noch um diese Kurve. Jetzt fahr ich um diese Kurve. Und jetzt fahr ich weiter geradeaus. Mit 50 km. Also gut, jetzt ab in die die Haltestelle Bootsbauergasse. Einer blockiert die Tür. Cool für mich. Kann ich nämlich reagieren. Was? Jemand blockiert die Tür? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier kommt der Busfahrer. Problem ist einfach nur, dass ich die Taste 3 gedrückt habe. Bootskopplage Halle! Bootskopplage Halle! Ja gut, dieses Lied gibt es nicht. Na 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 na. Da vorne steht der Kollege von mir. Na 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 na. Na 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 na. Wir fahren ganz langsam wieder zurück. Ich nehme dich mit für ein paar Kilometer. Take me dancing tonight before the hitman hide. Ja. Nimm dich mit für ein paar Kilometer. Nee, schade nicht. Zack. Die Türen gehen auf. Alle Wartschilder raus und alle Wartschilder rein. Ja, okay. Ja. Und jetzt geht's weiter. Halt. Kläranlage. Nicht Wasseraufbereitungsanlage. Kläranlage. Das kann ich doch zum 10 Milliardensten Mal sagen. Es heißt Kläranlage. Da steht Kläranlage. Und es soll heißen Kläranlage. I'm not the Verursacher. The Auto are the Verursacher. Okay, da, also, wenn wir das jetzt noch, also, wenn wir das jetzt noch verlieren, ey. Ich raste dann komplett aus.
wenn du dieser Straße jetzt folgen. Achtung, hier können Leute wirklich über die Straßen laufen. Hafenzentrallage. Hier in der Nähe haben wir ja gestartet, in der Stadt hier neben, in der Stadt, neben der Stadt, aber Hafenzentrallager ist hier in dieser Stadt. Hier ist der Hafen. Und wir sehen mal wieder unsere ganz fröhlichen Gäste, die sich dazu beeindrucken, eine Fahrkarte zu kaufen. Mit dieser wunderbaren Verkehrsgesellschaft zu fahren. Es ist keine 20.000 Euro. So, da läuft jemand drüber. Das habe ich gesehen. Red jetzt übrigens gerade nicht, weil ich mich jetzt gerade so easy konzentriere auf diese blöden Zebrastreifen. Ah. Oh, endlich. Weil ihr habt ja gesehen, da sind Leute lang gelaufen und ich wollte die halt nicht aussteigen. Und ich wollte die halt nicht umfahren. Und deswegen habe ich das mal so gemacht, dass es nicht so ist. Dass ich nicht 20.000 Euro kassieren will, denn ich habe schon Partsverluste gemacht. Das sind, glaube ich, 9 Parts. Wenn ich dieses Mal Verluste mache, sind es 9. Das sollen nur 8 sein. 8 Parts Verluste. Das ist da schon ganz krass. Und deswegen, komm, bitte fahr jetzt nicht gegen irgendein anderes Auto. Ich blinke, ich will hier fahren. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ja. Oh, ey, mein Gott, ey. Ja, alles klar. Hier sollte man eigentlich bei Leitplanken hinmachen. Du kannst ja auch. Yeah! Wuuuuh! Fährst da hoch. Und das ist ein bisschen. Weiß nicht, ob das hier. Das Land so will. Wird es heute das erste Mal sein?
dass wir Plus machen. Oder minus 16.000. Diese letzten Kilometer werden es entscheiden, ob umfahren oder nicht umfahren. Wenn umfahren, werde ich ausrasten. Wenn nicht, dann werde ich nicht ausrasten. Ich werde jetzt leise sein, weil ich mich auf die Zebrastreifen konzentriere, Leute. Entschuldigung dafür. Aber es muss halt sein. Wenn du es nicht erwarten kannst, bitte. Ab ins Wochenende. Und damit sind wir gerettet, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich keinen umgefahren. Ab die Post. Zu unserer Garage. Zeit ist weg. Dieser Zebrastreifen wird nichts entscheiden. Dort vorne sollte jeder aufpassen. Und dann drücken wir O. Der Motor ist aus. Zur Fahrradtür machen wir auf. Und wir sehen Punkte von außen. Gehen raus und ab ins Büro. Und Level 16. Jawohl. Bam, 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 bam. Endlich Plus gemacht. Neues Diesel. Endlich mal Plus gemacht, Leute. Wir machen 6000 Plus. Das ist super gut. Und Leute, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo. Oder ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal Geld. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.